Jo, liebe Leute, ihr seht gerade, dass ich ein neues Projekt auf meinem Kanal heute habe. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Herzlich willkommen zu Sniper Elite 4 Italia. Warnung, dieses Spiel kann durchaus brutal sein. Falls ihr damit irgendwelche Probleme habt oder sowas, dann schaut bitte nicht weiter. Also um einiges brutaler als GTA auf jeden Fall. Das kommt auch demnächst irgendwann mal wieder. Aber erstmal habe ich hier Bock wieder auf ein neues Let's Play und alles, und dann wieder ein bisschen Abwechslung auf meinem Kanal reinwerfen. Hier für den 20 Uhr Slot. Deswegen heute der Start von Sniper Elite 4. Das momentan als kostenlosen Download für alle PS Plus User oder PS Plus Abonnenten Store verfügbar ist. Genauso wie Wipeout. Ich habe mir Sniper Elite geholt, weil ich einfach mal Bock drauf hatte und alles zumindest mal wieder ein Schub da. Ich werde übrigens nicht alleine spielen, der René wird demnächst dabei sein, den Herrn, den ihr aus Far Cry New Dawn kennt. Also wie gesagt, ich werde wahrscheinlich jetzt erst ein, zwei Folgen mal alleine machen und alles rum und dran und dann einfach mal weiter gucken. Also los geht's mit Sniper Elite 4. Puh, ich bin selber gespannt, wie es wird. Ich kenne das Spiel null. Die Reihe 0. Also, für mich ist das absolutes Neuland. Schauen wir mal. Ja, bitte. Wir spielen erstmal nur den Einzelspieler. Wir werden dann aber demnächst umsteigen in den Koop. Ins Koop Let's Play. So, wir starten heute in die neue Kampagne. Und da ich das ganze Ding noch nie gespielt habe, werde ich mich auf der leichten Variante mal spielen. Warte mal, Kugelballiste, was? Probieren wir es einfach mal vielleicht. So, Vorstellung. Okay, war rein ins Let's Play. Insel San Cellini Kampagne. Also das werden wahrscheinlich nur die ersten ein, zwei Folgen sein, wo ich sage, ich bin jetzt mal alleine und danach wird es wahrscheinlich auch mit einer anderen Schippe dabei sein. 1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens, nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Cellini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Sniper Elite 4 und damit heiße ich euch herzlich nochmal herzlich willkommen im ersten, im zweiten Weltkrieg, Entschuldigung, natürlich. Nicht der erste. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Cellini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Ja. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können.
Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmitz. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission, Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Genau so ist es. Und da nichts wie weg. So. Damit ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. So. Und dann starten wir rein in die Kampagne. Hier bei Sniper Elite 4. Gute Nacht. Gut, den hat sie relativ easy geholt. Wir müssen also ein bisschen. Was ist das? Wo ist mein Feldstecher? Schon nicht besser. Mann, klingst du gelangweilt. So, habe ich noch mehr Feinde auf dem Schirm oder sind das die einzigen beiden? Okay. Ich will nach Hause. Achso. Konzentrier dich auf deine Aufgabe, Kumpane. So. Gehen wir mal. Das ist krass. Weitschuss. Wer sagt's denn? Das ist krass. Diese Ziel. Dass man sieht, wenn die Kugel anschlägt. Und das feiere ich halt an diesem Spiel. Deswegen habe ich mir das gedacht. Jo, machen wir das mal als Let's Play. Wie gesagt, nicht alleine. Eine ganze Weile nicht alleine. Wir gehen hier mal eine Runde weiter. Schön schleichen, damit wir bloß nicht irgendwie. Da werde ich rüber müssen. Springen wir mal etwas in den Spalt. Ach, den da, in der Brücke oder was? Ab! Und ab! Damit wir wieder. Ein bisschen aufpassen. Ich dachte, ich hatte da Schritte wie gehört. Das kann nur bergauf gehen. Wahrscheinlich. Scheinbar haben wir noch keine Feinde vor uns. Könnte sich lohnen, die Leichen nach Munition zu durchsuchen. Gucken wir uns das mal an, ob die nicht vertragen für uns haben. Schätze, ich habe alles eingesammelt. So, die zweite müssen wir auch noch mitnehmen.
Gut. Schön leise sein, damit wir ja keine Aussehen erregen. Und so sollte man momentan Fall. Blattwerk und im Schatten bin ich schwerer auszumachen. Was für ein Spalt? Also die Dinge da dort. Okay. Du bist hier. Okay, da müssen wir drin. Der Dachrundfach, wir müssen auf jeden Fall. Der Turm ist ein guter Aussichtspunkt. So, wir wollen hier hoch. Der geht durch ins Herz. Triangulation. Nicht erwischt, ne? Krieg ich den irgendwie? Was soll die Kamera? Sauber. So, die habe ich down. Oh, das war keine Absicht. Ich muss mich mal hier verpissen gerade, weil die wissen dann, wo ich bin. So. Shit, da kommt noch ein dritter, ne? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Headshot!
So, wir müssen natürlich jetzt ein bisschen... Sie wissen, dass ich da bin. Oder war. Gut, die wollen weiterjagen. Ich hänge mich jetzt hier hin. Ich weiß nicht, ob ich so die sogar gezielt habe. So. Alles klar. Gucken wir uns die Leiche mal an. Hier gibt's nichts mehr zu finden. Ich loote die eben noch kurz aus, die Typen. Frage ist, können wir jetzt ohne Probleme rein oder wie sieht das aus? Ich sehe den gerade nicht. Das hier wird sehr nützlich sein. Da oben. Jetzt würde ich hierher kommen. So, warte mal, wo sind die Scheiße? Da sind die, okay.
Ich laufe da mal jetzt lang. Und den holen wir uns. Adios, bye, bye. Scheiße. Dann machen wir trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Sniper Elite 4.